Ja, wahrscheinlich sowas, hä? Habe ich da genug Kontakt mit Gregor? Ja. In der ersten Probe habe ich zwischen Weinen und Schwitzen halt immer hin und her gewechselt. Und dann haben die auf einmal einfach nur einen Vokal über eins meiner Stücke gespielt und das hat mich, eiskalt erwischt. Intimes Begegnen, wenn man sich auf diesem musischen Wege begegnet, da ist man fast wie so ein Tier. So. Also man schnüffelt sich so von beiden Seiten heran und möchte sich nichts wegnehmen, keine Plattform nutzen, keine Frequenzbereiche sinnlos auffüllen. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für dieses gemeinsame Vertrauen. Wenn er den ersten Akkord wechselt, müsst ihr nichts machen. Das darf dieser Schritt tun. Jetzt Frage Marianne. Ich meine nur bei diesen langen Ganzen. Bei den langen Ganzen, genau, da bin ich halt. Immer halt. Heute ja. Also die Schwierigkeit war ja dann, irgendwas zu, also sichtbar zu machen für den Chor, wo klar ist, das machen wir. Ich kann euch aber nicht genau sagen, wann wir das machen. Und auch nicht genau, wie wir das machen, weil nicht klar ist, wie das mit Martin ist. Der spielt halt einfach los, der hat zwar auch seine Modelle. C, F, drei Takte, nochmal C, F, drei Takte. Okay. Aber ob der dann ein bestimmtes Pattern 8 Takte lang spielt oder 16, das weiß er, glaube ich, zum Teil nicht mal. Habe ich dann so gemerkt, der macht es einfach. Das wäre super. Also zum Schluss sage ich, wenn das nicht ganz genau auf dem Loop sitzt, ist nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass die Energie stimmt und dass wir möglichst also dann wenigstens zusammenzustellen sind. Ja, machen wir dieses. Dankeschön, bitte. Ich hatte das Gefühl, da war noch irgendwie so eine Schwelle, ja. Und ihr macht dann sozusagen den Intercord auf der Bühne. Nee, wir machen den, wir fangen den, wenn du fertig bist, gebe ich denen das Zeichen, dann kann die diesen Akkord und laufen mit diesem Akkord zurück. Da musst du eigentlich fast nicht schnell machen. Okay, gut. Das hier, also Tar war ziemlich gut sonst, muss ich sagen. Das hat super geklappt. Es gab echt ein paar, also Tar. Ia war auch richtig schön. Ia war, du hast ja zum Schluss, bist du völlig woanders abgebogen, das war aber geil. Über sowas brauchen wir eigentlich nicht mehr zu reden, da hast du krasse Impros gemacht. Wenn ich merke, dass der Chor jetzt 4 Minuten dran ist, dann kann ich das allererste Mal bewusst zuhören. Und dadurch entsteht auch eine andere Musik, die immer noch aus dem Intuitiven startete, aber auch ganz, ganz bewusst einzelne Teile meiner Komposition natürlich hervorruft. Das ist so eine Dynamik, die macht ganz viel möglich. Und wenn wir dann einmal so einen richtigen Punkt erwischt haben, kommt mehr und mehr Vertrauen dazu und kann dann sozusagen auch das Doppelte, Dreifache und Fünffache von dem jetzigen Zustand irgendwie freilegen. Und danach gräbt man natürlich. Das ist natürlich das Ziel. Welchen Impuls kann der andere aufnehmen? Und welchen Impuls kann ich auch empfangen? Also ich glaube, so ist es irgendwie. Es ist miteinander spielen. Und auf einmal dirigiert mich Gregor tatsächlich ins eigene Ende, weil ich seiner Handbewegung kurz folgen kann. Und dieses Hin und Her interpretiere, sorgt dafür, dass es einfach ein stetiger Prozess bleibt. Thank you.
Keine Ahnung. Irgendwo da.